Also das nenne ich mal eine Explosion. Ja. Jo Leute, herzlich willkommen. Beefy da ist wieder am Start mit dem nächsten Part unserer Fallout 3 Serie. Ja, was ist als letztes hier passiert? Ja, wir haben die Schule abgeschlossen. Yay! Haben da ordentlich aufgeräumt. Und ja, ich habe jetzt hier offscreen so, also wir sind dann hier wieder zur Stadt gelaufen. Ich habe dann so offscreen ein bisschen verkauft, ein bisschen in Handel betrieben, habe Munition und Waffen verkauft, die ich nicht brauche. Und habe mir, ihr werdet es nicht glauben, ne? Also ich war bei einem Doktor in Megaton und der hat mich hier komplett geheilt. Für 75 Kronkorken, es war schon nett, schon gut zu haben sowas. Und ja, jetzt kann ich auch wieder sprinten. Ja, gut. Hätten wir das erklärt, geklärt. Ja, gut. Wir haben jetzt hier die Aufgabe, Minenfeld zu, ja, in der City hier, die Minefield heißt, ein paar Minen zu bergen. Und, oh Gott, nicht schon wieder. Ich habe meine Axt verkauft. Ich hoffe jetzt, die Pistole reicht jetzt hier einfach aus. Nein, natürlich tut sie das nicht. Hey. Ich hau einfach ab vor dem Kackvieh, ey. Oh Gott, da kommen immer mehr. Na gut. Verfolgt mich doch, wenn ihr könnt. Wenn ihr so schlau seid. Gut, laufen wir mal in Richtung dieser wunderbaren Stadt. Mal sehen, was uns da so erwartet. Ja? Es wurde gesagt, dass die Stadt unbewohnt sei. Ja gut, in so einem Haufen voller Minen möchte ich eigentlich auch nicht leben. Wo das natürlich eigentlich so ein sicherer Haufen ist. Eigentlich wäre es ja sicher. Ich meine, wenn man weiß, und man wird natürlich auch immer gleich sofort geweckt, wenn sich jemand nähert. Er ist eigentlich also so schlecht, also es hat Vor- und Nachteile, ne? Sei denn, man muss dann irgendwie nachts mal pinkeln oder so. Vergiss, dass dann eine Mine gelegen hat. Oh, was haben wir denn hier so Feines? Oh, das nehme ich doch mal zackig mit hier. Was haben wir denn noch so hier? Oh, das war nur ein Dings, ne? Okay, ich bin ja schon wieder weg. Ich bin ja schon wieder weg. So. Cool. Was ist das denn? Pork and Beans? Hat jemand gehört? Ich glaube nicht. Ich speichere trotzdem mal ab. Liegt da einfach mal so eine Dose Bohnen dort. Naja, wie dem auch sei. Laufen wir mal weiter. Mir wird jetzt hier angezeigt, oben auf dem Kompass, dass hier so in der Richtung hier ein Ort ist, den man entdecken kann. Ja. Ich zück mal vorsichtshalber die Waffe. Und schau mir das doch gleich mal an. So. Haben wir da irgendwas? Sehen wir da vielleicht schon irgendetwas? Das sieht auf jeden Fall aus wie so ein... Ja, so ein paar Gebäude stehen hier rum. Ja. Ist jetzt keine Aktivitäten. Soweit ich das beurteilen kann. Auf der Map wird mir auch nichts angezeigt. Also auf dem Kompass wird mir auch kein roter oder grüner Punkt angezeigt. Ja. Ja, wenn ich da nicht, ne? Laufen wir mal ein bisschen hoch hier, die Treppen, zack, zack, zack. Das sieht mir irgendwie nicht so geheuer aus, muss ich sagen. Ja. Oh shit, da haben wir auch schon. Da haben wir schon Raider. Da haben wir auch schon Raider. Ich würde mal sagen, machen wir mal kurz einen Prozess mit denen, ne? Was ist da los? Auf jeden Fall schon früher schießen müssen. Vorne wird mir angezeigt, eine freundliche Person verbirgt sich da in der Richtung. Ein paar Granaten, das ist doch schön. Ich hab doch hier noch. Oh! Schießt er! Holy shit, ey. Was ballert da rum? Bzzzt, bzzzt. Ich glaube, da geht fett Party ab. Wo auch immer. Und da explodiert auch schon was. Lade ich erstmal durch da. Oh, da hinten sehe ich ein paar Leute.
Ah, die werden sich freuen, ey. Ich muss auf jeden Fall. Naja, ich muss eigentlich. Oh shit, der hat mich schon gesehen. 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 Oder? Hat er mich noch nicht gesehen? Ich hoffe nicht. Ach ja, übrigens, ich habe das herausbekommen mit dem Sprinten. Ja, unser Bein war verkrüppelt. Ich dachte, Morphium würde das auch, sag ich mal, wieder in Schuss bringen, solange es wirkt. Aber es hilft nur, wenn man quasi normal läuft, dass man dann nicht humpelt wie so ein abgeschlochtes Tier da. Ja? Also, gut zu wissen, auf jeden Fall. Okay, dahin. Oh, ach du Scheiße, die schleichen sich, die können sich anschleichen, die Leute hier. Boah, ich krieg hier einen Herzinfarkt, ey, was ist da los? Oh, da kommt doch schon der Nächste, da kommt doch schon der Nächste, du. Kommt noch jemand hier vielleicht von der Seite? Von der Side of Life hier? Okay, das Fahrzeug fliegt gleich. Danke auch, dass du mein Bein. Holy shit, ey, das geht hier doch wieder daneben. Komm, 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 komm. Alter, ist das ja, ey, wenn man hier anfängt, ja, das ist krass, ey. Ich habe mich gerade so schön zusammenfliegen lassen von dem Dock. Also, das nenne ich mal eine Explosion. Doch. Und was war das jetzt? Irgendwie so ein Blindgänger? Naja, wahrscheinlich nicht. Gut. Wozu kann man denn Spiele speichern, nicht? Und ich habe natürlich vor 10 Kilometern gespeichert. Hilft natürlich gewaltig. Das Gefühl, dass ich jetzt auch irgendwie schneller sprinte, kann das sein? Naja, wie auch immer. Passt schon. Kann ich mich nicht beklagen, würde ich mal sagen. Aber ich bin der Meinung, man könnte das schon schaffen. Also das müsste eigentlich gehen. Müsste machbar sein, ne? Es wäre schön, wenn ich ein wirklich dickes Präzisionsgewehr hätte. Aber ich glaube, das würde auch keinen Unterschied machen, weil einfach mein Skill für diese Art der Waffen einfach so dermaßen niedrig ist, dass das Gerät einfach durch die ganze Map, durch die ganze. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also schwingt wie sonst was. Gut. Also das ist ein krasser Haufen, ey. Holy. Was, ey? Warum sag ich immer holy shit? Da geht aber ordentlich die. Alter, hört ihr das, ey? Was geht denn da ab, ey? Hallo? Das ist doch mal ein Ghoul-Haufen hier, ne? Nachtghoul, ey. Ach du Scheiße, was geht da ab für eine Party, ey? Hab ich nicht Granaten? Ich hab keine Granaten. Stimmt, ich hab die alle verkauft. Cheto mio, ey. Komm, die restlichen, die da. Irgendjemand schießt hier. Da hinten. Alter, was geht da um? Den nehme ich mit. Schalte ihn mal aus hier. Aus der Ferne. Ich treffe natürlich nichts. Komm doch. Warum benutze ich eigentlich nicht meinen Bullet Time? Ach, scheiße. Was geht mit dem Typen ab? Ich glaube, ich nehme einfach meine Pumpgun. Der Typ wird hier gerade fertig gemacht und danach stürzen sich die Kreaturen wahrscheinlich auf mich. So macht man das. Yes. Also dieses zu hochglanzpolierte. Also diese Kreaturen, die sehen echt krass aus, ey. Die Äuglein kann man auch nehmen. Kann man sogar essen für ein. Ja, für so einen netten Bonus an Action Points und an Wahrnehmung nimmt man dann auch zu.
Aber ich bin mir... Da hinten war ja noch jemand. Ich weiß nicht. Ich loote mich hier jetzt erstmal so ein bisschen durch. Und dann schaue ich mal nach dem Typen. Schaue ich mir mal ganz genau an. Hunting Rifle. Naja, gut. Nehme ich erstmal mit, das gute Gerät. Brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche eigentlich nur die Munition. Naja, wegschmeißen kann man es eigentlich immer noch. Night Ghoul. Ist mir das so... Die sehen echt schnieke aus, die Viecher. Naja, was heißt schnieke, ne? Also, im normalen Spiel würde man sowas nicht sehen. Also, der ist hier so ein bisschen blau. Blau, rot. Was gibt's hier noch? Blau, rot, grün. Oh, das sieht doch... Das ist doch eine nette Variation hier. Da hinten war doch hier jemand. Hier war doch jemand. Collision. Bräuchte mir nicht so... Oh! Warum war ich... Was ist da los? Was hat der für eine Waffe, ey? Kriegt erstmal eine fette Ladung, ey, in seinen Körper reingepumpt, ey. Was, du haust ab? Nee, du. Erstmal auf dicke Hose machen, dann abhauen, oder was? Nix da. Nicht mit mir, Freundchen. Tut der erstmal so, ich baller dich um und dann läuft er mir hier weg. Wow. Was haben wir denn hier? Itaka. Modell 37. Pump Shotgun. Ey, das hört sich doch krass an. Ja, wie dem auch sei, der Timer sagt, Kollege, der Part ist hier zu Ende, und ich würde sagen, jo, der Part ist hier zu Ende. Also Leute, haut rein, wenn ihr mehr sehen wollt, dann gebt doch einen Daumen hoch und kommentiert doch schön. Also, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschüss.